Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Wir sind im Trainingslager von Arminia Bielefeld. Im Hintergrund trainiert die Mannschaft heute Morgen und bei mir ist der Sportgeschäftsführer Michael Munzel. Ja, Sie sind auch angekommen. Wie war die Anreise und vor allen Dingen, wie ist der erste Eindruck vom Team hier in Südtirol? Gut, beides gut. Anreise war gut. Der erste Eindruck ist gut. Die Bedingungen sind klasse. Hotel ist klasse. Ist auch alles super vorbereitet hier. Da hinten ist, glaube ich, auch eine super Ecke, wo man schon Regeneration machen kann. Es ist eine Nähe zu den mitgereisten Fans hier möglich. Wir haben jetzt auch schon ein paar begrüßt. Und es ist auch was wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir da ein bisschen nahbar werden wollen. Und deswegen ist der erste Eindruck sehr gut. Sie sind jetzt einen Tag später als die Mannschaft gekommen. Haben Sie noch Gespräche zu Hause geführt? Ja, so ungefähr. Sie haben zum Trainingsauftakt gesagt, dass Sie noch relativ entspannt sind, obwohl es ja relativ viel am Kader zu planen gab. Ist der Eindruck immer noch so? Na, wir haben natürlich jetzt schon sehr viel hingekriegt in den letzten Wochen und sind für den Moment auch zufrieden mit der Situation. Jetzt beobachten wir natürlich den Markt noch und gucken jetzt auch erstmal, wo es dann vielleicht hier noch einen Bedarf gibt, in welchen Mannschaftsteilen. Und dann haben wir jetzt noch genügend Zeit in der Transferphase zu agieren. Aber für den Moment sind wir erstmal auch zufrieden und froh, dass wir jetzt diese Kadergröße haben. Und der Eindruck bisher von der Mannschaft ist auch gut. Was bedeutet das? Wie habe ich mir einen Ablauf von Ihrem Tag hier so vorzustellen? Gibt es also auch hier aus Italien jetzt Gespräche mit potenziellen Neuzugängen oder können Sie sich jetzt rein auch mal aufs Training gucken oder auch auf Gespräche hier vor Ort mit den aktuellen Jungs konzentrieren? Ja, die Prioritäten verschieben sich jetzt ein bisschen. Also jetzt kann ich schon noch ein bisschen mehr gucken, weil jetzt in den Wochen vorher eigentlich nichts anderes war, außer an Transfers zu arbeiten. Und jetzt kann man sich natürlich auch einen Eindruck verschaffen über die Spieler, wie sie sich dann präsentieren und dann eher so ein bisschen in das Feintuning gehen und dann gucken, wo man noch was machen muss oder wo wir vielleicht auch schon ganz zufrieden sind. Natürlich dann immer in enger Abstimmung auch mit dem Trainer und mit dem Trainerteam. Und das ist im Trainingslager immer gut. Also man lernt die eigene Mannschaft und das eigene Team besser kennen, was natürlich jetzt auch bei dem Team drumherum gilt, weil da auch viele Änderungen waren. Und deswegen ist es für mich immer super, einfach die Menschen noch besser kennenzulernen. 25 Spieler sind jetzt hier mit an Bord. Dazu gehören auch 5 Jugendspieler von Arminia. Haben die eine Perspektive, auch jetzt durch das Trainingslager vielleicht auch wirklich fest in diesen Kader reinzurutschen? Ja, natürlich. Die haben wir ja nicht nur als Auffüller oder als Spaß dazu genommen. Die Jungs haben schon in den ersten Wochen gezeigt, dass sie absolut Qualität haben. Auch hier bei den Testspielen schon gute Leistungen gezeigt haben. Und es sind natürlich noch richtig junge Spieler, das darf man nicht vergessen. Es ist Jungjahrgang A-Jugend, das ist schon vom Alter sehr jung, aber die zeigen sich total positiv und es wirkt auch nicht so, wie wenn das irgendwie Jugendspieler sind. Also das ist das größte Lob wahrscheinlich, machen es richtig gut und wir sind froh, dass sie alle mit dabei sind und haben einen sehr guten ersten Eindruck von den Jungs. Cheftrainer Mitch Kniert hat jetzt hier am gestrigen Tag gesagt, dass er erstmal davon ausgeht, dass diese 25 Spieler jetzt auch hier die Trainingslagergröße bleiben. Danach würde er schon noch gerne 1-2 Spieler oder auch vielleicht auch mehr begrüßen wollen. Das heißt, nächste Woche können wir dann nochmal einen Neuzugang erwarten? Also er hat ja nicht gesagt, wann. Nee, natürlich habe ich da immer einen Austausch mit ihm, wie ich jetzt vorhin auch gesagt habe. Und wir sind auf dem Markt aktiv, aber wann jetzt da was passiert, das kann ich jetzt nicht sagen. Und das weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Kann man konkret ein bisschen sagen, welche Positionen vielleicht noch gesucht werden? Na, wie gesagt, jetzt gucken wir uns mal hier an, wie sich die Spieler präsentieren. Wir haben eigentlich auf jeder Position Spieler, die Position begleiten können. Wir haben auch viele Spieler, die variabel einsetzbar sind, was natürlich auch gut ist. Und dann machen wir in aller Ruhe dann den Bedarf. Und auf dem Markt sind wir sowieso immer aktiv. Das hört ja nicht auf in der Transferphase. Und wenn wir glauben, wir haben eine Möglichkeit, den Kader dann noch zu verstärken, dann werden wir das machen. Wir können noch einmal auf die Torhüterposition zu sprechen kommen. Sie hatten beim Trainingsauftrag gesagt, 2 brauchen wir mindestens erstmal. 3 wären auch sehr schön. Jetzt sind es bisher erstmal 2, die verpflichtet wurden mit Leo Oppermann und Jonas Kersken. Kommt da eventuell noch ein 3. dazu oder ist das erstmal das Duo, was in die Saison starten wird? Ja, auch da machen wir das so jetzt, dass wir in Ruhe beobachten können. Jonas kommt aus einer Verletzung, macht aber tolle Fortschritte und wird dann, glaube ich, auch dem relativ kurzfristig auch wieder jetzt auf den Platz kommen. Leo hat trotzdem auch einen guten Eindruck gemacht, auch wenn jetzt im Spielaufbau der ein oder andere Patzer drin war. Und die beiden Jungen machen es auch gut. Also auch da machen wir es wie bei den Feldspielern, beobachten wir jetzt mal. Haben aber jetzt auch keine Angst oder Bange, dass wir da schlecht aufgestellt sind. Braucht das Team insgesamt noch ein bisschen zusätzliche Erfahrung eventuell? No, ich glaube, dass wir schon relativ viel Erfahrung haben. Die Spieler sind zwar noch nicht so alt, aber jetzt gerade was die dritte Liga angeht, sind super viele Spieler da, die die dritte Liga kennen, die auch schon von Ligen, auch in höheren Ligen Erfahrung gesammelt haben. Also das
Sehe ich nicht so, weil Erfahrung ist nicht nur am Alter festzumachen, sondern auch von dem, was sie bisher schon geleistet haben. Super, vielen Dank.